Und das ist der Start zum zweiten Rennen, Preis des St. Ledger Clubs und der Compass Group, das Rennen für junge Reiter. Blue Memories übernimmt gleich mal die Spitze, am anderen Ende etwas hinter dem Feld galoppiert Atlantico. So geht's durch den ersten Bogen mit Blue Memories, einer der größten Außenseiterinnen im Feld, die 10-Jährige in Front, Chamorin außen, dann folgt Kashok, ebenfalls einer der Außenseiter, dann Larissa mit Managua, ganz außen herum Valkyria, muss auf diesem Boden nicht unbedingt ein Nachteil sein. Neben Valkyria galoppiert Cridelope und ganz innen in diesem Dreiergrüppchen dann Mr. Zoff am Schluss des Feldes, Atlantico hinter Pontero. So kommt das Feld auf die erste von zwei Tribünenpassagen mit Blue Memories im orangen Dress in Front. Dahinter Chamorin außen, dann folgt von innen nach außen Kashok, Managua und Larissa. Dann ein Vierergrüppchen mit Karia innen, Mr. Zoff und in zweiter Spur Cridelope stark in die Hand gehend, dritte Spur und außen herum Valkyria. An zweitletzter Position galoppiert Pontero und Atlantico ist immer noch letzter. Wir gehen bereits in die letzte Gegenseite mit Blue Memories in Front. Dann Chamorin in guter Haltung, dann rückt jetzt außen Cridelope auf, geht an das Duo Larissa und Managua heran. Dann folgt Mr. Zoff, Valkyria, Kashok, der etwas zurückgefallen ist, dann folgt Karia, die bemüht wird, und Pontero immer noch an zweitletzter und Atlantico an letzter Stelle. Es geht in den letzten Bogen und jetzt übernimmt Chamorin resolut die Spitze. Larissa kann folgen, ebenfalls Managua. Valkyria kommt nicht weiter, auch Pontero ist immer noch weit hinten, vorne ist Chamorin. Chamorin und Larissa, die beiden Schützlinge von Miro Weiß. Managua versucht innen durch anzugreifen, aber vorne sind die beiden Weißpferde. Übernimmt der Champion-Trainer jetzt die Spitze im Flachtrainer-Championat? Es sieht danach aus, aber jetzt kommt auch noch Mr. Zoff. Vorne ist Chamorin. Chamorin ist vorne. Mr. Zoff versucht außen. Larissa versucht ebenfalls anzugreifen. Mr. Zoff wird schneller. Chamorin oder Mr. Zoff? Mr. Zoff geht ihm fürs Auge mindestens so gut. Chamorin oder Mr. Zoff? Mr. Zoff oder Chamorin? Mr. Zoff mit Sally Langhardt gewinnt vor Chamorin. Dann Larissa. Pontero kam von weit hinten noch auf den vierten Platz. Dann Managua. Aber der Sieg, der geht an Sally Langhardt und Mr. Zoff.